Unser Rabbiner wird jetzt ein Totengebet singen und uns auch übersetzen. Wir sprechen jetzt ein Gebet. Der Inhalt des Gebetes ist: Wir bitten Gott, dass er die heiligen Seelen zu sich nehmen soll, damit sie in seiner nächsten Nähe ruhen dürfen. Ich spreche das Gebet auf Hebräisch und danach auf Deutsch. El male rachamim shochein bamrumim hametzei menucha nechona al kanfei hashchina במעלות קדושים וטהורים, כזוהר הרקיע מזהירים את נשמות הקדושים שנרצחו שהלכו לעולמם. לכן בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים ויצרור בצרור החיים את נשמותם. Adonai hu nachalatam, v'yanuchu b'shalom al mishkavam, v'nomar amen. Erbarmungsvoller, in den Höhen trönender Gott, lass die Seelen unter den Fittichen deiner göttlichen Gegenwart wahre Ruhe finden. Im Range der Heiligen, der Reinen, die im himmlischen Glanz leuchten, die heiligen Seelen, die in der Ewigkeit sind. Finden sie Ruhe im Garten Eden. Vater aller Barmherzigkeit, berge sie für immer. In den Schutz deiner Fittiche füge die Seelen in das Gebinde des Lebens ein. Du, der Ewige, bist ihr Teil. Ruht euch in Frieden auf eurem Lager. Und wir sagen Amen. 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 Ich probiere es. Ich habe nur eine Hand. Ich kann die gerne leuchten. Ja? Ich habe nur zwei. Die hell leuchten die sich einfach. Okay. Sehen Sie? Wir gedenken heute hier an unser. Oh, Entschuldigung. Wo ist das denn? Ah, da. Nee, war mal. Also. Mach sie mal an, da hinten. Ist auch. Oh, nee. Ist nicht. Dann reden Sie ganz laut ohne. Dann rede ich ohne. Genau. Ja. Wir gedenken hier alle an unserem Denkmal der Novemberpogrome des Jahres 1938. Allein in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1998 wurden 91 jüdische Bürger ermordet und nahezu 300 Synagogen zerstört oder verwüstet. Bis zum 13. November waren es 400 Menschen, die ermordet wurden oder in den Selbstmord getrieben wurden. Und über 1400 Synagogen, Betstuben und Versammlungsräume wurden zerstört. Damals sprach die Propaganda von spontanem Volkszorn. Wir wissen alle, wer daran Schuld hatte, das war der Reichspropagandaminister Josef Goebbels. Einige wenige haben viele andere manipuliert. Wir haben heute vieles darüber gehört. Wir stehen hier an diesem Platz aus diesem Anlass bereits zum zweiten Mal. Hier, diesen Ort des Gedenkens, haben wir gemeinsam geschaffen. Die Altenhofener Bevölkerung hat hier an dieser Stelle ein Denkmal, vielleicht auch ein Symbol gesetzt. Wir haben einerseits mit dieser Stele hier hinter uns gezeigt, dass die ehemaligen jüdischen Mitglieder ein Teil unserer Gesellschaft waren, herausgerissen wurden, letztlich aber ein Teil von uns geblieben sind. Dieses Denkmal soll uns immer erinnern. Wir dürfen und wollen das Thema nicht vergessen. Darum haben wir das Mahnmal jetzt auch um das Wegekreuz, das hier vorne steht, genau in die Mitte unseres Ortes gesetzt. Dorthin
dort, wo wir unsere Freizeit verbringen, dort, wo wir reden, dort, wo wir nachdenken können. Während oder nach der Reichskristallnacht vor 72 Jahren wurden unsere jüdischen Mitbürger überfallen, vertrieben, manche deportiert oder gar umgebracht. Wir kannten sie nicht. Altenhofener Bürger haben nach langen Recherchen ihre Namen, ihre Lebenswege und schließlich ihre Schicksale ermittelt. Ihre Namen haben wir gerade gehört. Der Wegweiser zu jüdischem Schicksal geht nur über Namen, über teilweise vergessene Namen. Solange wie wir diese Stele sehen, die Namen im Davidstern lesen und uns an das Vergangene erinnern, werden wir nicht nur am 9. November der jüdischen Mitbürger unserer Gemeinde gedenken. Das haben alle Initiatoren, alle Spender und alle Freunde der Gedenkstätte gewollt und erreicht. Hierfür sage ich nochmals Danke im Namen der Bürger der Gemeinde Altenhof. Vielen Dank. Ich bedanke mich bei allen, die beteiligt waren, vor allen Dingen bei den Jugendlichen, die jetzt auch dieses Erbe hoffentlich für die nächsten Jahrzehnte auch für sich im Herzen tragen. Und ich möchte mit Ihnen, so Sie können, das Shalom-Lied singen. Und ich hoffe, ich bekomme möglichst viel Unterstützung. Shalom, 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 Shalom. Unser gemeinsamer Gott behüte uns auf allen Wegen, uns Lebende und alle Verstorbenen. Gehen wir mit Gott. Dankeschön. Die Lichter dürfen mit nach Haus genommen werden. Können wir ausmachen, die brennen 10 Stunden.